Und dann machen wir einfach einen Break. Und dann sagen wir, okay, stopp. Mhm. Wir haben teilweise so gestritten und ich habe mich nicht so gekannt. Hi Leute, ich habe heute einen Claudius bei mir. Hallo. Und vielleicht mag sich auch selber mal kurz vorstellen, hat auch einen YouTube-Kanal. Ja, eben wie gesagt, Name Claudius, unser Kanal ist Glückliche Familien, wir haben auch eine Webseite zu diesem Thema und bei uns geht es darum, Veränderung, folge ich meinen tiefen Wünschen und kann gleichzeitig ein erfülltes Familienleben führen und in einem Familienleben mich entwickeln und wachsen. Ja, genau, und das ist auch das, was ich so interessant finde, also allgemein interessiert mich das Thema auch sehr mit einfach Kindern, mit Familie, wie man dann trotzdem das dann auch umsetzen kann. Mhm. Und ich finde es schön auch dabei so, wenn man nicht schafft, selber glücklich zu sein, dann gibt man das ja auch an seine Kinder weiter. Ja, klar. Und mich würde es mal interessieren, so deine Meinung, wie sind da so deine konkreten Erfahrungen? Du hast ja auch schon erzählt, so du hast auch dann Ernährung umgestellt und sowas, auch deine Frau. Mhm. Und wie ist das so mit der Familie vereinbar, genauso mit deinem Wandel so, dass du jetzt ja immer mehr so dein eigenes Ding machst und da was eigenes startest und genau. Ja, also kannst du nochmals ein wenig genauer fragen? Also wie ist deine Erfahrung so, wo hakt es da manchmal dann so, was siehst du da dran, was ist leichter mit Familie zu ändern und was ist schwieriger so? Okay. Also grundsätzlich muss ich mal sagen, für mich ist eigentlich die Familie ein extremes Entwicklungsfeld. Also sowohl in der Partnerschaft ist so die, also unsere, ich bin immer wieder herausgefordert eigentlich und auf mich selber zurückgeworfen. Und was vielleicht der Unterschied ist zu einer Partnerschaft ohne Kinder, ist, dass der Impuls mal wegzurennen oder halt sich zu trennen viel größer sein kann oder schneller passieren kann. Und dann auszuweichen, ne? Genau, und dem auszuweichen. Und bei uns ist das eigentlich so, also wir haben wie eine ziemlich starke Verbindlichkeit auch im Zusammenhang mit den Kindern. Also meine Partnerin und ich, wir hatten zu Beginn, also ich würde mal sagen, es war Liebe auf den zweiten Blick, also zuerst wurde sie schwanger und dann sind wir aber einfach mal zusammengeblieben und haben so die ersten 2 Jahre ziemlich heftige Zeiten durchlebt und sind eigentlich zuerst nur zusammengeblieben, weil wir einfach beide mit unserer Tochter zusammen sein wollten und keiner konnte sich vorstellen, wegzurennen. Und das hat eigentlich dazu geführt, dass wir einfach genauer hinschauen mussten und wirklich uns gegenseitig krass gespiegelt haben und irgendwie gemerkt haben, was eigentlich unsere Themen sind. Und ja, und ich würde vielleicht sogar fast behaupten, so dieses übliche Verliebtsein, das kommt oft auch daher, dass man eigentlich diese Dinge, die man an sich selber mag oder vielleicht, oder umgekehrt, diese Dinge, die man selber verdrängt und im anderen dann im Positiven sieht, in das verliebt man sich dann. Aber wenn man dann wirklich in die Tiefe geht, dann kommen dann Themen hervor. Also wir haben teilweise so gestritten und ich habe mich nicht so gekannt. Ja. Und ich fand es ziemlich krass, was da zum Vorschein kam. Und ich denke, durch dieses Familienumfeld und dieses, also ich denke auch so dieses, diese Verbindlichkeit, die wir dann zusammen entwickelt haben, also wir wollten die Familie haben und wir wollten da durchgehen, haben wir auch riesen Schritte machen können und uns wirklich viel weiterentwickelt. Mhm. Das ist das eine. Und das andere ist mit den Kindern. Also für mich sind Kinder eigentlich, die kommen unversehrt und perfekt auf die Welt. Und für mich sind das eigentlich wie Spiegel und alles, was sich da an Negativem entwickelt, hat direkt mit mir zu tun. Ja. Also wirft mich das eigentlich wieder auf mich zurück. Und aus diesen Gründen sehe ich eigentlich die Familie als Riesenentwicklungsfeld an, wenn man bereit ist, sich darauf einzulassen und wirklich hinschauen will. Ja, das denke ich nämlich auch so. Also jede Beziehung, wie du es ja auch gerade schon gesagt hast, so mit deiner Partnerin, das ist einfach, das ist ein Spiegel einfach und da ist ein unglaubliches Entwicklungspotenzial, finde ich. Ja. Genau, und wenn man das halt annimmt, das ist halt immer das allein, da kann man sich dann immer wieder alles wegschieben und alles wegdrängen und so, aber wenn man sich mal wirklich dazu entschlossen hat, da an sich, dass jeder in der Beziehung auch selbst beschließt, an sich zu arbeiten. Ja. Also wie ist das so bei euch? Also mit deiner Frau so, dann schafft ihr das da oft dann bei euch zu bleiben noch? Also wenn ihr auch sauer werdet, wie ist denn das so?
wenn man das so... Ja, also wir haben unterdessen so ein paar Tricks entwickelt und einer unserer Tricks ist, wenn wir wirklich, also man, irgendwann kommt man ja so in den Punkt, wo man dann in seine Muster fällt und das passiert dann oft, dass ich mich nicht mehr so genau spüre. Aber ich bin unterdessen so weit, dass ich merke, ah, jetzt passiert das. Und dann machen wir einfach einen Break. Und dann sagen wir, okay, stopp. Mhm. Und dann warten wir, bis sich die Wellen wieder gelegt haben und dann nehmen wir das Thema wieder auf. Und dann kann es passieren, dass das gerade wieder passiert und dann machen wir wieder einen Stopp. Klar, es klappt nicht immer. Also manchmal wird es dann auch heftig und man kommt in diesen Ego-Trip und dann geht es einfach darum, den anderen noch zu beleidigen. Ja, genau. Und irgendwie, wenn man dann nicht mehr bei sich selbst bleibt und das einfach auf den anderen projiziert und dann die Schuldzuweisungen kommen. Und ja, voll, genau. Und darum, also uns hilft das extrem, einfach zu sagen, okay, jetzt Ego, jetzt sind wir im Ego und jetzt lassen wir es ruhen und jetzt trennen, gehen wir auseinander und jeder schaut für sich, dass er wieder zu sich kommt und sich wieder spürt. Und was natürlich noch dazu kommt ist, also vor den Kindern streiten, das ist einfach sehr unangenehm. Also in mir löst das immer ganz, ganz traurige Gefühle aus und es tut mir nachher extrem leid. Ja, das ist ja auch das, was man den Kindern dann mitgibt. So. Das ist, was man den Kindern mitgibt. Und wenn dann meine Tochter beginnt rumzubrüllen, wenn ihr was nicht passt, dann merke ich, ich sehe mich da. Genau. Und ich glaube auch wirklich, das Wichtigste, was du für dein Kind tun kannst, ist Zeit für dich selber zu nehmen. Ja, wenn du glücklich bist, das ist das, was du den Kindern spiegelst. So. Wenn du nicht glücklich bist und irgendwie gestresst durch dein Leben gehst und das an die Kinder weitergibst, wozu so... Lieber sich die Zeit mal kurz nehmen und sagen, hey, ich brauche einen Tag für mich. So. Ja, genau. Also das ist auch etwas, was wir versuchen, dass wir im Moment, also wir sind ja beide im Moment nicht am Arbeiten. Und wir versuchen, also doch, wir sind am Arbeiten, aber halt eben online und selbstbestimmt. Ja. Und das hat zur Folge, dass wir eigentlich immer versuchen, was natürlich auf Reisen nicht immer ganz einfach ist, 3 Stunden hat jeder für sich allein Zeit. Ja. Und da kann er ganz selber entscheiden, was er machen will. Also ob er jetzt arbeiten will oder meditieren oder im Wald spazieren gehen oder egal was. Aber wir merken einfach, das gibt der ganzen Familie einen Rückhalt. Ja. So diese Zeit für sich selber. Ja. Ja. Also am Anfang war das manchmal noch so, da habe ich immer gedacht, ja, Arbeit und das kann ich jetzt, muss ich jetzt trennen und ich muss jetzt wirklich Zeit für mich nehmen. Aber jetzt bin ich eigentlich am Punkt, wo ich einfach denke, diese Zeit für mich, die nutze ich, wie es mir gerade beliebt. Ja. Und das tut mir extrem gut, so diese Freiheit dennoch zu haben. Weil mit Familie ist ja manchmal auch, also dieses Eingebundensein, das kann dann auch manchmal schon auf die Laune schlagen, wenn man immer zusammenhockt und immer sich verpflichtet fühlt, dann steht so ein Druck und dann gibst du wieder weiter an die Partnerin und an die Kinder. Genau. Ja. Genau. Ein anderer Punkt wäre noch so, was auch für viele Zuschauer, denke ich, sehr interessant ist. Du hast ja auch erzählt, so ihr habt eure Ernährung umgestellt und da sind ja auch viele am Hapern so dran. Wenn sie, mein Partner zieht nicht mit, der macht das nicht mit der Ernährung und wie ist denn das so bei euch mit der Familie jetzt? Also ich habe da eigentlich das große Glück, dass wir das zusammen machen. Genau, das ist dann echt schön. Ich glaube also, wenn das jetzt jemand alleine macht, das ist schon einiges schwieriger. Aber andererseits, also wenn der Partner das irgendwie unterstützen kann, dann ist das sicher schon... Ist das schon eine gute Sache, aber eigentlich, also zusammen, das ist eigentlich das für mich das die beste Lösung. Ja. Und ich muss noch kurz sagen dazu, dass wir hatten einen Hautpilz, die ganze Familie. Und wir waren einfach nicht mehr bereit, zu diesem Zeitpunkt Medikamente zu schlucken, vor allem auch, weil das stark leberschädigende Medikamente gewesen waren. Und meine Partnerin war noch schwanger, die hat dann das Kind später verloren, das ist eine andere Geschichte. Und wir waren einfach, also und auch die Kinder, die hätten diese Medikamente 10 Wochen lang nehmen müssen und das ging nicht. Also das war wie einfach für uns, das war der Punkt, wo wir gesagt haben, ja, jetzt müssen wir uns irgendwie von innen heilen. Ja. Und dann ist natürlich einfacher, also wenn du in einer Notsituation bist sozusagen, dann ist es einfacher und dann machen auch alle mit, weil wir alle diesen Pilz hatten. Aber schade, dass es immer so weit kommen muss. Ne? Ja, aber ich glaube, wir Menschen sind besser als uns gar nicht. So geholt auch, oder? Ich glaube, es geht auch ohne. Ja, aber, es geht ohne. Ja, aber es ist manchmal irgendwie, manchmal muss es so weit kommen. Ja, es muss, manchmal muss es so weit kommen. Aber was ich noch sagen will, was sich bei uns einfach extrem verändert hat, war auch die Beziehung. Also wir durch diese Ernährungsumstellung, also wir haben zuerst basenüberschüssig nur mit Kochen noch.
Und dann haben wir gemerkt, das ist krass, was das auslöst. Ja. Und dass wir, unsere Beziehung wurde klarer und liebevoller, schon nur dadurch. Ja. Und dann haben wir gemerkt, ja, da machen wir weiter. Das hat uns dann beide so begeistert, dass wir eigentlich da tiefer gegangen sind und mit der Rohkost dann eingestiegen sind. Cool. Und unterdessen einfach viel mehr Fokus und Klarheit in unserer Beziehung entwickeln konnten. Und das finde ich voll beeindruckend. Und es ist mir auch wichtig, das irgendwie rauszugeben und den Leuten das zu sagen. Und es ist eben nicht nur die Gesundheit, die sich ändert, sondern es ist das Geistige und Seelische, das sich irgendwie in Bewegung setzt und etwas passiert. Mhm. Ja, das ist auch so das Wichtigste, so, weil wofür macht man es dann? Ich brauche keine Rohkost machen, wenn ich dann schlecht drauf bin. Ja. Ich mache das, um gut drauf zu sein. Ja, so. Genau. Den Selbstzweck, dass es nicht so zum Selbstzweck irgendwann wird, dass es nur noch so ein Glaubenssatz ist, die Rohkost, sondern dass man macht und spürt, was das verändert und dann bleibt man auch irgendwann dabei. Dann bleibt man auch dabei. Ja. Und wenn ich jetzt mal wieder gekochtes esse, oder irgendwie einfach Dinge, die mir nicht gut tun, dann merke ich das sofort und dann wähle ich eigentlich freiwillig wieder den Schritt zurück. Ja, genau. Ja, ja, schön. Ja, cool, vielen Dank. Ja, auch danke. Dass du die Zeit genommen hast, hat mich sehr gefreut. Und ich glaube, das hilft einigen weiter, so diese Eindrücke, gerade mit der Familie, das ist ja für viele, und Partnerschaft, was da... Ja. Genau. Ja. Ja, vielleicht, wenn ich noch ein kleines Schlusswort abgeben kann. Also was uns extrem geholfen hat, ist diese Verbindlichkeit in der Partnerschaft, dass wir einerseits wirklich wollen uns entwickeln und wir sagen, okay, das ist unser Weg und wir haben eine Verbindlichkeit, dass auch in schwierigen Zeiten oder mal bei, wenn wir mal Streit haben oder auch mal eine üble Woche, dass wir sagen, okay, das gehört alles dazu, aber wir sind insofern verbindlich, dass wir sagen, das ist unser Weg und das ist unsere Familie und für das gehen wir. Genau, und ich denke, aufgrund von dem ist dann da, kann ja vieles passieren, aber das ist so die Basis, die das Ganze hält. Ja, schön. Ja, das waren doch schöne abschließende Worte. Ja, ich danke dir auch vielmals für dieses Gespräch. Dann macht's gut. Ja, tschüss. Und tschüss.